Rechte Mütter stürmen Kindergarten wegen CO2-Steuer auf Kindern von Robert Habeck. Ja, und das ist auch wirklich wahr. Aus gut informierter Quelle. Eine stattliche Versicherung abgebende Kreise haben wir das erfahren. Ja, von rechts unterwanderte Mütter lauerten Robert Habeck vor dem Kindergarten auf, als ihn seine Frau von der Mittagsbetreuung abholen wollte. Denn sie schrieb gerade an ihrem neuesten Bestseller, Krebs ist eine wunderbare Krankheit, macht viel Spaß und ist auch gar nicht schlimm. Jedenfalls blockierten die rechten Mütter den Eingang zum Kindergarten und Robert saß in der Krabbelgruppe fest. Andere Mütter innen und außen mussten sich durch die Menge drängen, um wieder nach Hause zu kommen und wurden dabei wild angeschrien von rechten Sprechchören. Wir haben die Babybrei-Schnauze voll. Schluss mit Babys in Babyöl. Die armen Kinder. Sie weinten, weil sie ihren geliebten Robert alleine im Kindergarten zurücklassen mussten. Bei einem Bio-Holz-Star-Wars-Spielzeug-Komplettbausatz von Lego, wo aber ein Teil fehlte. Der Held der Holzsteine hatte ja berichtet, wie Habeck feierlich diese Ehrung zuteil wurde, also als feierlich die Millennium-Drossel überreicht wurde. Insiderberichten zufolge habe Robert Habeck private Geschäfte auf der Toilette gemacht. Es soll sich um eine vermeintliche Hose handeln. Nach Recherchen von Klorektiv entspricht das alles der kompletten Wahrheit. Ja, man hat den Kindergarten tatsächlich beim Einmachen erwischt. Ja, bei frechen Früchtchen geht's ans Eingemachte. Während die Mütter das weit verbreitete rechtsradikale Spiel Galgenraten spielten, zitterte Habeck wie Espenlaub. Denn er probte derweile seine Rolle für das Baumtheaterstück des Kindergartens. Doch als das Lösungswort beim Galgenraten Sturm lautete, stürmten die Mütter den Kindergarten wutentbrannt mit Möhren, Kartoffeln und Mähdreschern. Doch Robert war bereits unauffindbar verschwunden. Denn ein mutiger Captain hatte ihn rechtzeitig gerettet, denn er legte in letzter Minute mit der Raumfähre vom Kindergarten ab. Puh, das war nochmal knapp. Denn die wild gewordenen rechten Mütter beschossen die Fähre mit Brandteig, den sie im Kindergarten aufgefunden hatten. Eine schreckliche Tat, ein schrecklicher Tag, das wird die Demokratie ins Wanken bringen. Denn die über Rechtshänder-Handys organisierte, mobartige Demonstration wird schon von der AfB instrumentalisiert, also der Alternative für Babys. Die Parteivorsitzende Alice Windel kündigte weitere Demonstrationen an. Die Mütter sollten sich jetzt wirklich sehr gut überlegen, was sie als nächstes machen.